Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Fangen wir mit der an. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Lutschen, ich weiß. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Spot? Ja, ich weiß. Du bist der Einzige, dem ich zutraue, da irgendwas zu machen. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Ja. Was ich dann damit machen könnte. Spot, du bist der Einzige, der hier was kann. Ja, der stört mich auch. Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Ja, der geht ja auch nicht dran. Was muss ich denn machen? Weiß das jemand? Ja, der stört mich auch. Spot ist da bestimmt wieder eine Brücke, oder? Oh, du bist so cool, Spotty. Geh mal rüber, ohne dass jetzt Spot kaputt geht. So, und jetzt roll mal den Stein darüber. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ja, nein, bleib mal bitte da. Mit ohne Hilfe. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Kann vielleicht Spot hier irgendwas machen? Warum nicht? Oh, du bist so cool, Spotty. Na gut, aber das wird nichts bringen, habe ich das Gefühl. Also ich kann zum Plateau gehen. Hi, Spotty. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Spuck mal drauf. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Ja, ja, das stimmt. Was können wir denn noch machen? Mit dem Quarz nichts mehr, ne? Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Hier gehören die Steinrollen hin, stimmt's? Genau. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Ja, wir wissen es lecken, aber... Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Kann denn Spot nicht irgendwie sich da drüber? Ich würde ja, also kann man den nicht irgendwie... Ich will jetzt Spot nicht wehtun, aber... Na, der will definitiv nicht, ne? Kannst du ihn nicht fressen? Auch nicht. Ja, der stört mich auch. Und drüber walzen? Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Also auch nicht. Habe ich denn irgendwas übersehen? Quatsch mal wieder mit den... Hey, wer ist das denn? So einen habe ich ja noch nie gesehen. Das ist Spotty, mein bester Freund. Hoffentlich kein Steinpinkler. Pfui, Teufel! Hör auf damit! Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du?
Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Selberhu. 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 Warum leckt eigentlich jetzt Spot über alles? Leg los! Mi. Do re mi fa so. Steine. Steine. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Ja, okay, wie reparieren wir den denn jetzt? Können wir dafür nicht Lava nehmen oder sowas? Weil wir brauchen doch im Grunde flüssigen Stein, oder? Also irgendwas als Klebstoff. Aber jetzt kann die Kurze natürlich das nicht in die Hand nehmen, weil die geht kaputt. Was kann Spot denn machen? Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot. Wow, du spuckst Feuer wie ein richtiger Drache. Na gut, okay, dann nimm dann mit. Spot, Lavakrater. Mach dich schön heiß, Schätzelein. Und dann rollen wir mal zurück und dann versuchen wir das mal. Wenn, also wenn Spot natürlich so ein Wunderding ist. Ich muss das mal versuchen. Ich glaube, ich nehme ja auch mal so eine Raupenlarve. Gut, jetzt habe ich keine Lava in der Nähe, aber vielleicht hänge ich die einfach mal in Feuerzeug. Mal gucken, was rauskommt. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Okay. Dann fangen wir mal an. Leg los! Steine! 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 Ob große oder kleine! 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 Werden alles überdauern! Überdauern! Ob in Freiheit oder Mauer! Mauern! Mauern! Bis in alle Ewigkeit! Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht! Sehr gut. Ja gut, der hier dürfte dann ja... mach dich mal zum Minispot und geh mal hier rüber. Hab ich nicht richtig getroffen? Achso. Dann müsste der relativ leicht zu transportieren sein. Oh, du bist so cool, Spotty. Mhm, genau. Das ist ja dann einfach, wenn die Steine uns derart unterstützen können. Dann ist einfach. Eins, drei, sieben.
Steine. Steine, Steine. Sitze höher ist geboren. Bohren, bohren. Haben Sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich hätte vielleicht noch eine Idee mit dem Busch. Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. La, 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 la. Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. La, 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 la. Sport, wenn du doch mit Feuer umgehen kannst, ne? Was hältst du denn davon, wenn du mal versuchst, den Busch in Brand zu setzen? So ein biblisches Bild rausmachen, weißt du? Ups. Ja? Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, lauft noch zusammen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es wäre doch eine Möglichkeit, ja? Wie, wir den Busch eventuell wegrichten, oder? Weil so ein Busch und Lava, das kann ja nur in einem Feuer ausarten. Und dann ist dieser blöde Dornenbusch weg. Ja? Und dann kann Maria durch den Dornwald schreiten, ohne dass sie Angst haben muss. Wobei ein bisschen Angst, also ein bisschen seltsam sieht Spotty ja schon aus, ne? Spockfeuer, Drachenspot! Jawohl! Recht gehabt. Sehr gut. Gute Idee gewesen. Und du holst jetzt den Stein und dann haben wir das Rätsel nämlich auch gelöst. Sehr gut. Ach, das freut einen doch. Achso, ja. Ich muss dir ja sagen, dass das da rein... Woher weißt du eigentlich, dass die in der Reihenfolge... Steine, Steine. Brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben. Können sie auch schweben? Schweben, schweben, schon vorbei. Bums. Großartig. Applaus, das Applaus, Applaus. Toll gemacht. Sehr gut. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen uns einfach die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist links? Das ist eine Frage, die sich oft gestellt wird. Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Ja? Dann bist du weiter als ich. Und zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. In
seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen.